Hallo und herzlich willkommen zu Angespielt. Wir schauen uns heute The Walking Vegetables an, ein Top-Down-Shooter, auf den ich gekommen bin, aufgrund der Optik und aufgrund des Namens. Finde ich schon mal sehr gut, den Namen. Dann starte ich doch einfach mal eine Taste. Das sind also wir. Was mich ein bisschen stört soweit, wir schauen mal kurz in die Option. Also ihr seht ja, hier gibt es nicht wirklich so ein Menü am Anfang. Dann drücken wir einfach, ich glaube, das hier ist der zentrale Hub, sage ich das mal. Gehen wir mal ins Optionsmenü. Und die Steuerung ist halt komplett auf Gamepad. Scheinbar kann man das auch nicht ändern. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof. Ich würde Top-Down-Shooter lieber mit Tastatur und Maus spielen. Aber von mir aus, okay. Gehen wir nochmal kurz in die Video-Settings. Was haben wir denn hier? Toggle Fullscreen, V-Sync, Resolution, Refresh Rate kann man auf 30 wechseln, wenn man das denn will. Aber wer will das schon? Audio-Settings kann man hier die Lautstärke einstellen. Von Master Volume, Music Volume, SFX Volume, Controls hatten wir ja schon. Ja, das war es im Prinzip, was hier im Menü gibt. Ich finde den Pixel-Look hier schon ausgesprochen. Ja, gefällt mir doch durchaus. Hat was Eigenständiges auf jeden Fall. Da oben blinkt ein Pfeil. Dann sollten wir doch da mal hingehen. Das ist also der Chef. Muss mal schauen, welche Taste man hier genau drücken muss. Darn Vegetables. Wreaking havoc on my earth. I need someone to take care of this madness. Are you a rat enough dude to save the world from the walking vegetables? Aber sicher. Good, you are hired. Das ging ja schnell. Welcome to Department Radical. My name is Mr. Chief. Was für ein Name. If you have any questions, I'm here to tip you off. Good luck out there. Alles klar, dann haben wir scheinbar, sollen wir halt jetzt rausgehen. Okay, das ist eine Wand. Ja, die Wände hätten vielleicht eine andere Farbe haben sollen als der Boden. Wäre dann auf jeden Fall einfacher zu erkennen. Ich weiß gar nicht, hier können wir bestimmt mit der Zeit noch irgendwas freischalten. Da ist zum Beispiel noch was gesperrt. Also was ich bisher so gelesen habe von der Steam-Beschreibung her, soll das halt auch einen gehörigen Umfang haben. Man soll beim ersten Durchspielen halt irgendwie nur einen Bruchteil, sage ich jetzt mal, vom Spiel selbst sehen. Ob das jetzt stimmt oder wie viel umfangreich das Spiel letztendlich ist, kann ich halt zu dem Zeitpunkt nicht sagen, weil für mich ist das hier blind und ich teste das einfach mal an. Dafür ist ja meine Angespielt-Serie gut. Steuerung möchte ich noch mal kurz gucken. Waffenrad, Pause, ja, Schießen, Melee. Oh Gott, sind das viele Knöpfe. Ja, dann mal raus. Part 1. No Peers on Earth. Ich finde, das sieht echt cool aus. So, da sind zwei Pfeile. Wir haben eine Pistole mit unendlicher Munition unten links. Oben haben wir einen Kaffeebecher. Dann unsere Lebensanzeige. Ich habe keine Ahnung, wofür der Kaffeebecher ist. Vielleicht für einen Spezialangriff oder sowas. Münzen. Das wird wohl das Geld sein. Dann Schlüssel und noch irgendeine andere Währung. Okay, wir können hier jetzt Karotten schießen. Ich finde den Look super. Also mir gefällt das. Ist auf jeden Fall komplett was Eigenständiges. Habe ich so in der Art auch noch nicht allzu oft gesehen, wenn überhaupt. Huch, was ist mit dir los? Aber mir fehlt halt wirklich, ich bin halt, ich spiele halt sowas lieber besser mit, oder lieber mit Tastatur und Maus. Also, wo wollen wir denn jetzt erstmal hin? Au, da kommen aber schon viele an. Ganze Kohle einsammeln. So. Ja, mit Maus und Tastatur kann ich einfach besser zielen. So, wow, voll der Riesenpilz. Das Gegnerdesign finde ich auch ganz cool. Auch schon diese Idee mit den Vegetables, mit dem ollen Gemüse. Wer mag schon Gemüse? Das ist schon echt, gefällt mir.
Oh Gott, ich habe fast kein Leben mehr. Und da ist dieser verdammte Riesenpilz. Okay, noch zwei Herzen. Das ist aber... Oh, bist du traurig. Was war denn das? Eine Zwiebel? Area cleared. Das heißt, wir sollen jetzt wieder runter. Okay. Aber ich möchte erst noch mal schauen, gibt es hier irgendwas? Können wir vielleicht hier ins Gebäude rein? Nein, können wir auch nicht aufschießen. Okay. Ja, hier sind eine Menge Pfeile, aber ich weiß jetzt nicht so wirklich. Ist das egal, wo man als nächstes hingeht? Vermutlich. So. Immer schön Münzen einsammeln. Da ist ein... Oh Gott. Da ist ein Schloss. Das heißt, dann könnte ich da vielleicht später rein. Okay, ich habe es jetzt aufgemacht. Hatte ich einen Schlüssel? Gute Frage. Das ist scheinbar hier irgendwie Bonusraum oder sowas. Ich weiß es nicht. Gott, ich will leben, ich will leben. Was spawnt denn hier noch alles, bitte? Was bist du denn, Brokkoli? Gott, ja, das war ein glücklicher, da bin ich glücklich ausgewichen. Was ist denn mit euch? Habt ihr ein Problem? Kakteen kann ich hier auch kaputt schießen. Und den Tisch bestimmt auch, jawoll. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, ich komme hier gar nicht mehr raus. Oder? Doch, nee. Nein. Muss ich hier vielleicht erst alle Gegner erledigen? Das könnte sein. So. Hier sonst noch was? Nein. Ich wäre wirklich... Ich hätte gerne Tastatur- und Maussteuerung. Building clear. Okay, noch ein Herz. Naja, das war es ja bald schon wieder. Hier können wir auch rein. Ach, da sehen wir, dann leuchtet das so blau, wenn wir das geschafft haben oder dadurch sind. Mal hier überall rein. Okay, der hat mich voll getroffen. Ja, hier haben wir nochmal Punktescreen, sage ich mal. Wie lange wir überlebt haben, wie viel Gemüse wir getötet haben, wie viel Gebäude wir geklärt haben, wie viel Münzen wir gesammelt haben, wie viele Objekte wir zerstört haben. Und wie lange wir gelaufen sind. Ist auf jeden Fall ganz nett so. So, dann starten wir doch nochmal. Dann möchte ich doch jetzt mal... Sind die Gebäude eigentlich alle gleich? Aber jetzt, wenn ich mir das hier so ansehe... Moment. Erstmal wieder das Gemüse hier erledigen. Diese verdammten Pilze. Halten echt zu viel aus. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr lieber sowas mit dem Gamepad spielt oder mit Maus und Tastatur. Ich bin nur einfach der Meinung, es ist einfacher, sag ich mal. Für mich. Oh Gott, ausweichen, ausweichen. Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn noch das Maus- und Tastatursteuerung hinzukommt, dass sie die noch einbauen. Das wäre ganz cool. Dann hätte ich mit dem Spiel noch mehr Spaß. Die verdammten Zitronen. So, das hier ist wieder so ein Gebäude. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, okay, hier ist ein Gebäude, da kann man reingehen. Da kann man das Gemüse da drin erschießen und dann... kann man wieder rausgehen und dann ist das geklärt. Aber oh Gott, was heißt oh Gott, wir haben da was gefunden, eine Uzi mit begrenzter Munition. Was war das? Ach, wir können Kaffeebecher werfen, interessant. Ich muss noch mal ganz kurz in die Steuerung gucken, wie können wir denn hier die Waffen wechseln. Okay, damit alles klar, weil Uzi 45 Kugeln. Ich glaube, das spare ich mir erstmal auf, so ein bisschen. Weil das geht ja bei den Gegnern hier noch halbwegs so, außer diese Pilze. Total viel aushalten. Building clear. Ja.
Was bringt mir das jetzt? Ach, eine Kiste. Eine Kiste, habe ich die vorhin übersehen? Aber dafür brauchen wir einen Schlüssel. Na super. Okay, dann müssen wir wohl eher Schlüssel sammeln. Finden sich vielleicht in den Gebäuden immer so Kisten, wenn man die geklärt hat? Muss man hier den anderen Gebieten vielleicht die Schlüssel finden bzw. sammeln? Karotten haben es wieder auf mich abgesehen. Munition. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Spiel noch jede Menge Waffen zu bieten hat. So, Area Clear, was haben wir denn hier? Was bist du denn? Eine Kiste mit Bullets. Also das ganze System, dass man halt so Kisten findet und dann sich daran Sachen befinden oder Munition und so weiter, das finde ich schon recht cool. Ja, definitiv, das gefällt mir soweit. Lässt sich auch mit dem Gamepad vernünftig steuern. Halt das Zielen ist halt mit dem rechten Stick nichts für mich. Also ich tue mich damit schwer, aber das ist letztendlich nur eine Frage der Übung. Nein, geh weg, Pilz. Riesenpilz, oh Gott. Gott. Womit schießen denn bitte die Pilze? Ja, jetzt stirb schon. So, und mit den... Huch, wo kommt ihr denn auf einmal her? Mit dem Münzen, sage ich jetzt mal, kann man sich bestimmt später auch irgendwie noch so Upgrades kaufen oder vielleicht Waffen. Aber das ist halt ja, das hier ist nur ein Ersteindruck. Von daher kann ich da nicht allzu viel zu sagen. Aber ich kann schon mal so weit gehen und sagen, das macht bisher doch einen ganz guten Eindruck. Also mir gefällt das soweit ganz gut. Bis halt auf die Steuerung ist nicht so mein Fall. Aber ja, Notfall, oh Gott. Da sterbe ich drin. Okay, wieder was gelernt. Da wollte ich doch gerade auf die Uzi wechseln und die mal ausprobieren. Verdammt. So. Wir sind wieder hier. Da ist wieder ein Schloss. Und erstmal hier alles erledigen. Ausweichen. So. So, du bist auch Geschichte. Diesmal kann ich hier das nicht öffnen. Das heißt, ich hatte vorhin einen Schlüssel, den ich nicht gesehen habe, oder wie? Gehen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Kann man auch irgendwie, wenn man Sachen kaputt macht, bekommt man da irgendwas raus? Oh, da kommen jetzt viele an. So, aber das gibt auch wieder eine Menge Münzen. Oh Gott, jetzt wieder so ein Riesenpilz. In so einem blöden Gebäude. Wie soll ich denn da vernünftig ausweichen? Aber die Grafik, die ist echt cool. Also das gefällt mir. Mit diesem... weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Dieses extra verpixelte... Hallo, gibt es hier irgendwas? Hier ist eine Kiste. Okay, nee, das kann es nicht sein. Woher bekomme ich den Schlüssel? Oder muss ich die Schlüssel vielleicht kaufen? Da ist ein Shop. Da kann man rein. Dann gehen wir da doch mal rein und schauen uns mal den Shop an. Okay, was haben wir denn hier? Können wir uns die Items auch ansehen? Ich dachte, er würde die gleich kaufen, aber nein. Kann ich mit euch Kollegen da oben reden? Was ist denn mit dir? A lovely day for being a human, don't you think? Ja, sicher. Und was ist mit dir, Kollege, da hinten? Mit dir kann ich nicht reden, alles klar. Sledgehammer kostet $2000. First Aid Kit $1000. Ammo Box $1200. Oh Gott, das ist ja alles... unbezahlbar. Ich weiß gar nicht, was... Das ist irgendwie noch eine andere Währung. Eine Kiste. Molotow. Wow. Was gibt hier schon eine Menge Sachen? Ein Schlüssel kostet sogar $800. Oh Gott, und ich dachte, ich hätte schon ein bisschen Kohle zusammen. Aber ich kann schon mal so weit sagen, ich glaube, ich werde das Spiel selbst nochmal, wenn das Video vorbei ist, eine Zeit lang spielen. Um wirklich in die Steuerung besser reinzukommen. Wie gesagt, es ist halt Gewöhnungssache. Ist zwar nicht das, was ich favorisiere, aber okay, wenn es nicht anders geht, dann muss ich halt damit leben. So. Hier noch ein paar Münzen. Area Clear. Was ich jetzt auch nicht unbedingt weiß, ich glaube, die Sachen werden hier doch zufällig generiert. Da hätte ich fast was übersehen. Was bist du denn? Einfach nur eine Tasche.
Alles klar, wenn man also eine Gegend säubert, dann bekommt man irgendwas am Ende, wie scheint. Das würde ich auch sagen, ist eigentlich als alles andere wäre auch eine Enttäuschung. Und ja, ich laufe da fast rein. So, es geht kaputt, ja. 500, ach, das reicht immer noch nicht, nicht mal ansatzweise. Und ich weiß jetzt gar nicht, muss man wieder, wenn man hier stirbt, ja, ich glaube, komplett von vorne anfangen. Ich würde sagen, ich achte da gleich mal drauf. Ich habe da eben nicht drauf geachtet. Verdammt. Ja, können wir uns gleich nochmal anschauen. Ich sterbe hier gleich mal zu Testzwecken. So, jetzt geh doch. Oh Gott. Das war vielleicht knapp. Das geht ja gar nicht. So. 625. Ein Schlüssel haben wir. Ich kann jetzt... okay, wir können jetzt hier nochmal rein. Hier war die Kiste. Was ist denn da drin? Oh, cool. Ja, okay. Das habe ich mir schon gedacht. Dann bekommt man da Waffen raus. Wie schießt du denn? Wie sieht das denn aus? Okay. Alles klar. Oh. Da ist sogar was. Da ist sogar was in den Dekorationen drin. Das ist ja interessant. Aber Shotgun schießt halt langsam und so. Eher was für größere Gegner. Wir können jetzt beispielsweise für die Pilze. Ja, super. 650 Dollar haben wir. Ein Schlüssel. Mal gucken. So, neu. Dann wieder bei 0. Mit Sicherheit. Ja, genau. Und so wie das hier auch aussieht, werden die Sachen hier zufällig generiert, weil jetzt haben wir hier links und rechts ein Gebäude, was abgeschlossen ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool, wenn so Sachen zufällig generiert werden, aber es muss auch vernünftig generiert werden. Doch, das ist durchaus ein Spiel, das gefällt mir. Das hat einen eigenen Charme, um es mal so zu sagen. So, und das hier scheint ein Weg zum Boss zu sein. Muss man dafür vielleicht alle Gebäude erst räumen? Irgendwie so. Kann gut sein. Ah, verdammt. Ich finde das nur ein bisschen doof, dass die Gegner manchmal einfach so aus dem Nichts auftauchen. Steht man quasi schon in dem Gegner drin und sieht ihn erst, wenn es zu spät ist. Oder ich bin viel zu langsam, das könnte natürlich auch sein. Building clear. Wir haben keinen Schlüssel, aber hier ist wieder eine Kiste. Aha, aha, aha. Machen wir hier mal alles kaputt. Vielleicht finden wir hier noch was. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo noch einen Schlüssel. Jawohl, genau. Am besten alles gleich mit zerschießen, dann können wir auch die Kiste öffnen. Plasma Gun. Das ist ja interessant. Das ist ja cool. Hat aber nicht so viel Munition, deswegen, naja. Muss ich mehr Munition finden? Wo wollen wir denn jetzt mal hin? Ja, gehen wir nochmal. Gott, da muss man aber erstmal mitziehen können. So schnell schießt die. Das war's dann auch schon mit der Plasma Gun, was die Munition angeht. Und so wie es scheint, droppen hier die normalen Gegner, die hier außen so rumlaufen, nur so Dollar. Und in den Gebäuden kann man dann Kisten und Sachen finden und Schlüssel und so weiter. Ja, das ganze System mit den Kisten und Schlüssel finden und aufmachen und ganz viele Waffen haben und Zufallsgenerierung und da mal ein Item finden, das ist schon cool. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das wirklich langfristig motiviert, das Spiel. Gefällt mir. Was haben wir hier? Plasma-Munition war das. Alles klar. So. Gott, noch mehr Gemüse. Gemüse. Nein, ich esse euch nicht. Verschwindet. Was ist das? Portal nach nirgendwo. Bonus-Dimension. Hey, das ist ja auch cool. Also so von der Optik her erinnert mich das jetzt an Nuclear Throne. Also jetzt gerade... sehr sogar. Hallo, wie viel hältst du denn aus, bitte? Oh, ach, das sind unterschiedliche Wellen. Okay. Wechsel die Waffe, wechsel die verdammte Waffe. Ja, genau. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass man irgendwie das Spiel im Koop spielen kann. Ich darf nicht in diese gelbe Suppe da reinlaufen, aber mit dem... Boden fällt. Oh, keine Munition mehr. Keine Munition mehr.
um. Jetzt sind das viele Gegner. Ich habe zwar wieder ein bisschen Munition für die Plasma Gun oder was das sein soll. Ich bin mal gespannt, wie weit ich hier komme. Also ich glaube, da ist bald Ende. Ach ja, unten kann man auch noch die Munition für die andere Waffe sehen. Ja, das ist schon ganz gut. Ein Herz, wunderbar. Nächste Welle. Also ich finde das cool. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich finde das Spiel echt gut. Echt cool gemacht. Und die Gegner sehen cool aus. Gameplay ist super. Vielleicht ist die Blinke ist ein bisschen nervig. Aber hey, man kann nicht alles haben. So. Ja, also von mir aus kriegt das Spiel definitiv eine Empfehlung. Wow. Guck mal da. Oh Gott. Da war es da schon, aber 1200 Dollar fast zusammenbekommen. Wow. Auf jeden Fall gibt es von mir definitiv eine Empfehlung. Ich finde das Spiel, das gefällt mir. Die Idee ist super. Das ganze System fühlt sich so an, als ob das alles vom Gameplay zusammenpasst. Ja, definitiv. Schaut es euch doch mal selbst an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Wie gefällt euch das Spiel so, was ihr jetzt gesehen habt? Oder möchtet ihr vielleicht auch lieber mit Tastatur und Maus spielen? Oder ist euch das vielleicht alles zu schnell oder das blinkt alles zu sehr? Da habe ich auch ein bisschen die Befürchtung, wenn da wirklich viele Gegner auftauchen, dass man da wirklich komplett die Übersicht verliert. Aber ist nur Spekulation. Das war es erstmal wieder von mir und hoffentlich bis bald.